Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die, Entschuldigung, die DAX-Analyse für Freitag, den 29.04.2022? Ja, und da hat der ein oder andere schlecht geguckt. Unser DAX, der hat sich zum Donnerstag ganz gut geschlagen, ne? Der hat sich hier ordentlich durchgewunden und durchgezogen. Wir haben eigentlich genau das besprochen. Wir haben drüber gesprochen, dass. Nee, eigentlich kann man nicht sagen, wie genau das besprochen. Wir haben besprochen, dass er hier definitiv an Zugkraft, dass es fehlt. Na, dass er durchaus nach unten kippen kann und er eigentlich, um raus was beweisen zu müssen, er wirklich über die 8,50 muss, vielleicht per Aufwärtscap sogar, er muss drüber und er muss es von oben halten. So, und was haben wir gesehen? Er ist drüber, er ist hoch, kam dann zurück und dann hat man hier gemerkt, dass unser Gorilla ja irgendwie ein Problemchen hatte und ganz schön wieder hochkommt. Warte mal, wir hatten das vorhin erst hier, ne, es sah dann so ungefähr so aus. Und da hatte der Gorilla dann ein kleines Problemchen. Das hat er dann selber festgestellt. Und dann musste ganz schnell wieder den Berg nach oben rennen. So, und da sind wir jetzt angekommen, sind bei 14.100 und sind hier, ja, letztendlich genau da, wo wir drüber gesprochen hatten, wo die Stops liegen. Genau da, wo die Stops liegen von denen, die hier jetzt wegen Gasembargo, Ölembargo, Russland und so weiter große Short-Gelüste bekommen haben am Dienstag, bestehende Short-Positionen aufpyramidisiert haben und so weiter und so fort. Da hatten wir ja auch bei uns auch einige im Chat, wo ich dann schon gesagt habe, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ne, der Markt ist schon 1000 Punkte gefallen, sich da jetzt von der Nachricht rein ködern zu lassen, um da noch richtig aufzudrehen, ist nicht, in der Regel nicht richtig. Ne? Es funktioniert meistens nicht. Der Markt fällt eher, wenn die Nachrichtenlage das nicht ganz so widerspiegelt oder eher mehr nur eine Erwartungshaltung ist, es nicht ganz so greifbar für die Leute ist. Umso greifbar für die Leute das ist, umso eher macht der Markt halt in die Gegenrichtung. Aber da hat man auch drüber gesprochen. So, und jetzt ist halt hier wichtig, ne? Das ist schöne Stop-Out-Zone. Also diese 15.150, 15.100, das kann zum Freitag eigentlich vollkommen reichen, wenn er da einmal drüber steigt. Kurz alles rauskantet, dann kann er wieder runterfallen, die Leute reinködern, keine Ahnung, das kann gut und gerne auch unter die 14.000 nochmal gehen, 13.69, 13.89, so irgendwie in dem Dreh rum, dann wieder hoch zur Seite, rechts, links, vorwärts zur Seite ran, irgendwie so in dem Dreh, das würde für den Freitag vollkommen reichen. Ne, er müsste gar nicht viel mehr machen. Sollte er aber viel mehr machen und hier oben gar nicht wieder zurückkommen, also meine Erwartungshaltung wäre ja wirklich, ihr geht hier drüber, spuckt uns eine rote Stundenkerze und dann könnte man probieren, ob man da vielleicht ein bisschen was nach unten nehmen kann. Sehen wir aber, dass der einfach nur vielleicht schwach reinkommt, so um 14,50, 14,20 vielleicht und er drückt sich dann hoch, macht ein neues Tageshoch rein. Also ich würde schon mit einplanen, dass der bis 14.250, 14.270 dann auch laufen kann. Ne? Also das wäre wirklich so meine Erwartungshaltung für den Freitag. Eher vielleicht einen seitwärts orientierten Handelstag, vielleicht gar nicht so viel Volumen drinne oder er mogelt sich hier durch. Absolute Ausnahme, oder was heißt absolute Ausnahme wäre, wo würde ich mich auf eine Ausnahmesituation vorbereiten? Ich würde mich darauf vorbereiten, wenn der von Beginn an, so wie diese, könnt ihr euch schon an diese ganzen Verfallstage erinnern, diese Freitage, wo er wirklich mehrere hundert Punkte dann auch gefallen ist, wo er wirklich so auch so schwach schon anfing, wo man schon wirklich gemerkt hat, nee, irgendwie, der ist heute nicht gut drauf, der hat hier nicht so richtig Lust und der spielt auch nicht mit und das passt nicht. Also würde der so unter, ich sag mal, 69, 985, 9, ja, schon so 69 da drunter tendieren, 49, 69 und konstant Schwäche zeigen. Also ich glaube, dann würde ich eher Rückläufe für Short-Möglichkeiten suchen. Wenn er wirklich komplett Schwäche zeigt, auch 11 Uhr, 12 Uhr noch zur Schwäche tendiert und würde dann hier in den Gap Close reinhandeln. Und ich glaube, wenn er das macht, wenn er jetzt wirklich das macht und hier zieht sich hier runter am Freitag, dann macht er am Montag auch noch einen Satz und so ein neues Tief. Also das wäre für mich dann ein bärisches Szenario. Ich glaube nicht, dass das kommt, aber ich würde mich dann einfach so verhalten. Das heißt, ich würde auch vorhandene Long-Positionen vielleicht unter 69, unter 49 dann zurückbauen. Also vielleicht nicht unbedingt gleich am Morgen, ne, da in der ersten Sekunde gleich einen Stop-Loss nachziehen. Aber ich würde schon sagen, wenn der jetzt hier wegdreht und am Freitag sich wirklich schwächt und geht, weil die Vorlage, die er sich gesetzt hat, ist eigentlich Aufwärts-Gap, Wusch. Oben noch drüber oder noch besser, funktioniert am Freitag meistens besser, abwärts Gap und dann schön durch. Ne? Sowas funktioniert auf einem Freitag wesentlich häufiger und besser noch gut, um oben raus richtig Druck zu bringen, weil er sich dann so ganz, ganz rausschieben kann. Also eigentlich auch bis zum Tagesschluss rausschieben kann.
Da wäre sogar denkbar, dass er über die Linie drüber spricht. Also, von daher, das wären so ein bisschen meine favorisierten Szenarien, dass wir hier einfach spielen und uns dann noch ein Stückchen schieben. Ich würde hier unten einfach mein Szenario abgrenzen im Bereich um unterhalb der 14.000, ne, so um die 1360, 1340. Da würde ich sagen, okay, ja, bis dahin halte ich noch bullische Szenarien für wahrscheinlich. Und das, was tiefer geht, stelle ich mich ein bisschen darauf ein, dass es ungemütlicher werden kann. Und ungemütlicher heißt dann tatsächlich auch, wenn die Schwäche dann bleibt, wir anhaltend rote Stundenkerzen kriegen, dass das dann halt auch wirklich auf eine 47, also 13.740 hinauslaufen kann. Ne? Ich denke nicht, dass hier Grund da ist, hier schon Panik zu machen und dass man hier jetzt großartig sich hier nach unten einstellen kann. Ich glaube, dafür sind viel zu viele noch auf diesem Short-Trigger. Die sind auch viel zu sehr angetriggert von diesen Nachrichten. Das haben die noch nicht richtig verarbeitet, dass der Markt eigentlich steigt. Wir haben das auch bei uns heute gesehen im Chat. Da unheimlich viele, die wirklich viel geshortet haben. Ne, die wurden jetzt hier auch erstmal belohnt. Das heißt, der Markt hat daran noch kein Geld verdient, dass die so schon Motivation haben. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er es oben noch ein bisschen auskitzelt. Ne? Also die Leute einfach da noch blank zieht, weil nur so funktioniert die Börse, nur so wird Geld umgeschichtet, wenn immer wieder ins Risiko gegangen wird. Und umso mehr Risiko, umso abstruser die Bewegung, umso mehr Risiko, umso mehr Risiko, umso mehr Umsätze, umso besser für die Börse und für alle, die da agieren. Punkt. Fertig, aus. Das ist eigentlich das, was ich sehe. Ja? Also ich gucke mir an, wie startet der rein. Ne? Also Aufwärtsgap fast wirklich nicht. Also ich würde wirklich sagen, das Beste wäre tatsächlich ein Abwärtsgap. Abwärtsgap und dann wusch, nach oben durch, ne? Also direkt durch den Gap los und höher. Einfach dieses frühe Ankötern von wegen, ich bin schwach und vielleicht Japan schwach, China schwach oder irgendwie sowas. Und dann aber oben raus, das könnte ich mir am ehesten vorstellen, ne? Sollte der paar Aufwärtsgap, kann ich, weiß ich nicht. Da würde ich mir sehr genau angucken. Aber ich glaube, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass der dann einfach um den Tagesschluss vom Donnerstag oszilliert. Na, einfach so mal oben, mal unten. Irgendwie so ein bisschen zur Seite haben wir das, was ich ganz am Anfang erklärt habe. Ja, also wenn dann hier oben eine rote Stundenkerze kommt, die Stops rausgehauen sind, dass er erstmal wieder unten anködert, dann wieder zurück und irgendwie sich seitwärts rumeiert. Ne, Freitage sind ja doch eher Missviecher-Tage manchmal. Gut, ich mache jetzt hier aus. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Freitag. Wie gesagt, ich habe oben hier die Zielbereiche noch ein bisschen im Blick. Das könnte ich mir noch gut vorstellen, dass wir da noch ransetzen. Und 69, 49 für mich Abbruchbedingungen. Dazwischen ist mir letztendlich egal. Reagieren auf das, was kommt. Abwärtsgap hätte ich favorisiert. Fände ich gut, fände ich schön zum Traden dann. Und macht was draus. Ja, wir hören uns dann Sonntagabend wieder für die Analyse zum Montag. Ich wünsche euch was. Ciao.